AfD, die Proteste gegen Rechtsextremismus und das neue Bündnis Sarah Wagenknecht. Wir analysieren das aktuelle ZDF-Politbarometer und gucken mal direkt auf die Sonntagsfrage. Wenn da Bundestagswahl wäre, dann würden 15% der Deutschen die SPD wählen. Das ist ein Zugewinn von 2 Prozentpunkten. 31% die CDU, CSU, 13% die Grünen. 4% würden am nächsten Sonntag bei der Bundestagswahl die FDP wählen. 19% würden die AfD wählen. Und das ist ein Verlust von 3 Prozentpunkten im Vergleich zum letzten Politbarometer. 3% der Deutschen würden die Linke wählen. 3% würden auch die Freien Wähler wählen. Und 6% würden das Bündnis Sarah Wagenknecht wählen. Das ist ein Zugewinn von 2 Prozentpunkten. 6% würden andere Parteien wählen. Was man aus diesen Zahlen ableiten kann, darüber spreche ich jetzt mit Politikwissenschaftler Professor Karl Rudolf Korte, der mir schon zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Korte. Ja, hallo. Ja, die AfD müsste, wenn wir nach der Sonntagsfrage gehen, mit deutlichen Verlusten rechnen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht könnte zulegen. Herr Korte, liegt das Ihrer Einschätzung nach auch an den Demonstrationen, die wir da gerade in Deutschland sehen? Oder überzeugt das Bündnis Sarah Wagenknecht einfach extrem stark? Es gibt viele Gründe, aber ganz sicher kann man sagen, Unzufriedenheit findet auch in dem Parteienwettbewerb andere Alternativen. Und das Signalereignis, millionenfach auf die Straße gehender Bürgerinnen und Bürger, wirkt natürlich auch im Umfragedatenkampf. Und insofern ist das heute eine Zäsur in doppelter Hinsicht mit einer neuen Partei, die es über 5% in dieser Projektion schafft, und mit einer Partei AfD, die seit Monaten erstmals eben an Zustimmungswerten verliert. Sie sprechen von einer Zäsur, das heißt, ich verstehe Sie richtig, Sie würden wirklich von einer Trendumkehr bei der AfD sprechen. Soweit würde ich mich nicht vorwagen, aber es deutet sehr viel auf eine Alternative zu den Unmutsäußerungen, die viele Bürger haben, und dem Unmut gegenüber der Bundesregierung, gegenüber der Politik generell, eine Alternative jetzt offenbar zu haben, die etwas bürgerlicher daherkommt oder anders formuliert, die bislang in keinster Weise radikal aufgefallen ist, weder vom Programm noch von den Personen. Und insofern ist vorsichtig formuliert ein Zusammenhang erkennbar. Ja, zum Bündnis Sarah Wagenknecht kommen wir gleich noch. Ich würde mit Ihnen gerne noch mal auf die Proteste schauen. Da haben wir ganz interessante Zahlen, auf die wir mal blicken können, ebenfalls aus dem ZDF-Politbarometer. Die Demonstration gegen rechtsextreme Parteien und Gruppierungen, die wir gerade in Deutschland haben, finden 79% der Deutschen gut, 16% finden sie nicht gut. Und 38% sagen, dadurch wird die AfD geschwächt. 18% sagen, diese Demonstrationen stärken die AfD. Und 39% sagen, sie haben keinerlei Auswirkungen. Das entspricht ja dem, was Sie auch vermuten, oder? Dass diese Demonstrationen schon eine Signalwirkung in die Wählerschaft hinein haben. Ja, weil es einfach etwas auslöst. Solidarität, wenn sie dann auch noch erlebt wird, wenn sie übersetzt wird, auch in gemeinsame Bewegung, wenn sie sich selbst dynamisiert, zeigt, dass es etwas Gemeinsames gibt, was es offenbar zu erhalten gibt im Hinblick auf Freiheit oder konkrete politische Vorhaben. Und das ist neu. Bisher war das zu allgemein, zu abstrakt, und jetzt manifestiert es sich in konkreten Aktionen in großen und kleinen Städten. Und aus so einer Solidarität heraus entwächst natürlich auch eine gemeinsame Vorstellung. Das ist das eine. Und das andere ist, bei der AfD kann man eben auch erkennen, dass durch diese Protestform auf der Straße eine Form von Solidarisierung, eine Trotz-Solidarisierung erfolgt. Auch das zeigen die Daten ja. Es wird nicht automatisch abgelehnt, sondern man sieht, wenn sich jetzt die anderen groß machen dagegen, dann werden wir auch stark bleiben und laut sein. Also beides ist erkennbar, aber im Schnitt, in der Summe, sehen wir, dass die AfD an Zustimmungswerten verliert. Diese Demonstrationen, von denen wir sprechen, die erleben wir jetzt in Deutschland so seit einigen Wochen. Wie wichtig ist es denn für diesen Effekt, dass diese Demonstrationen, diese Aktionen auch weitergehen? Oder reicht da jetzt ein großes Signal? Nein, es geht nur darum, dass
man nicht einmal irgendwie auftritt, sondern es geht darum, dass sich das übersetzt, dass sich das fortsetzt, dass das aber auch in neue Inszenierungen und neue Bewegtheiten sich überführt, in neue Allianzen, in neue Bündnisse und Gespräche sich daraus anschließen lassen, auf die man sich bei der Demonstration bezieht. Es ist nicht zu erwarten, dass bis zu den vielen Kommunalwahlen, die im Juni ja auch anstehen, und zur Europawahl und den Ostwahlen jeden Samstag, Sonntag jetzt diese Demonstrationen sind. Aber trotzdem, einige werden bleiben und es gibt Anschlussaktionen. Diese neue Bewegtheit, Pro-Demokratie, ist eine Form von Demokratieerlebnis, ein Missionieren geradezu für die Demokratie. Das ist ein neuer Trend und der wird sich verstetigen. Ja, und von diesem Demokratietrend gucken wir jetzt mal auf den Zusammenhang zwischen den AfD und den BSW-Anhängern. Da habe ich auch ganz interessante Zahlen hier auf dem PC aus dem Politbarometer. Und die sagen, bei der Bundestagswahl würde ich das Bündnis Sahra Wagenknecht sicher oder wahrscheinlich wählen. Und diese Frage beantworten hier mit Ja die Anhänger folgender Parteien. Die sehen wir hier rechts aufgezeichnet. Und interessant ist natürlich, dass 41% der AfD-Anhänger durchaus sicher oder wahrscheinlich bei der Bundestagswahl das Bündnis Sahra Wagenknecht wählen würden. Herr Korte, wie erklären Sie sich diesen Zusammenhang? Ja, es ist dieses Amalgam, diese Mischung aus Unzufriedenheit und Protest. Die AfD hat eben nicht nur ideologisch gefestigte Gesinnungswähler, faschistische Wähler, rechtsextremistische Wähler, sondern einfach auch unzufriedene Wähler, die einfach protestieren. Und die haben jetzt eine Alternative, ganz offenbar, mit der BSW, wenngleich da ja ganz viel Projektion drinsteht. Wir wissen nicht, was wirklich mit der BSW inhaltlich gemeint ist. Es ist eine Vorstellung, die man erst mal damit verknüpft und über einen Starkult einer Person, die man kennt. Und das ist neu, weil bisher Parteien sich ja bei uns gebildet haben über bestimmte gesellschaftliche Grundkonflikte und nicht über Talkshow-Mandate. Und über Talkshow-Mandate werden wir vielleicht in Zukunft noch öfter sprechen müssen, denn das Bündnis Sahra Wagenknecht ist eine neue Partei. Auch der ultrakonservative Verein Werteunion will ja jetzt eine Partei gründen mit an der Spitze Hans-Georg Maaßen. Ja, deutet sich da gerade sowas wie ein Wandel im klassischen deutschen Parteiensystem an? Nein, Parteien sind, wenn es gut läuft in einer Demokratie, immer ein Abbild der Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft sich verändert, müssen Parteien darauf antworten. Wenn viele Bürger den Eindruck haben, die etablierten Parteien bilden diese neuen Ideen nicht ab, dann haben neue eine Chance. Aber wir sollen nicht immer davon ausgehen, es gibt viele Versuche, neue Parteien zu gründen, dass die alle erfolgreich sind. Nur weil wir jetzt uns 4 Wochen mit einer Person vielleicht neu identifizieren, wird daraus kein Wahlerfolg. Das ist sehr voraussetzungsvoll organisatorisch und es gab schon viele Gründungsversuche, die nicht erfolgreich waren. Also nicht alles, was sich neu etabliert, setzt sich am Ende auch durch. Die letzte große Szenerie dazu haben wir ja bei den Piraten erlebt, die auch in einigen Parlamenten eingezogen waren, aber praktisch nach 2 Jahren tot waren. Und trotzdem sprechen wir jetzt an diesem Zeitpunkt heute im Politbarometer ja von 6%, die Bündnis Sahra Wagenknecht Partei wählen würden. Was bedeutet denn dieser Trend für die Landtagswahlen im Ostdeutschland im Herbst 2024? Da wählen ja Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Zunächst einmal gar nichts, weil es ja eine Momentaufnahme ist aus den letzten 10 Tagen. Ob sich das hält, wissen wir nicht. Aber wenn es sich so darstellt, dass sie sich parlamentarisiert, wird natürlich eine Regierungsbildung noch komplizierter. Sie wird voraussetzungsvoller, auch eine Oppositionsarbeit vielleicht vervielfältigt sich. Insofern ist durch die hohe Dynamik im Parteienwettbewerb erstmal alles durcheinander, was wir an traditionellen Formaten kannten. Es führt nicht automatisch nur zu einer Schwächung der AfD, sondern es führt auch automatisch dazu, dass Regierungsbildungen noch komplizierter werden. Aber es ist zumindest vom heutigen Tag aus gedacht ein Einschnitt. Ein Einschnitt. Vielen Dank, Herr Professor Korte. Gerne.